Bin sowieso gespannt. Ich habe bisher noch einen sehr, sehr losen Plan für kommenden Samstag für den 12-Stunden-Stream. Mit Shattuck geht ja auch noch was. Und dies und das und jenes. Aber so im Detail ist da noch recht wenig gemacht. Ich muss ja langsam mal, weil, naja, ist ja nicht mehr so viel Zeit hin. Ich muss echt gucken, ob ich der Woche da ein bisschen Orga mache für mich und so. Mario Strikers, Luigi's Mansion. Ich weiß nicht, ob Luigi's Mansion Multiplayer hat. Online-Multiplayer hat. Multiplayer ja, online weiß ich nicht genau. Ach, und ich brauche 10 Glauben. Ach du Kacke. 10 Glauben. Oh ne, Lit. Hat, okay. Mario Strikers hat kaum jemand. Und ich finde Mario Strikers war ganz cool tatsächlich. Aber das hat eine ziemlich starke Einstiegshürde, weil es doch recht schwierig ist. Und ich bin selbst auch völlig raus aus dem Spiel. Daher weiß ich nicht, ob das so der Renner wäre. Bei so einem Event, ehrlich gesagt. Ach, verdammt, Fusch gemacht, na egal. Da würde ich eher Sachen nehmen, die einfach weniger Pro-Gamer erfordern. Mario Strikers war die Demo cool, als wir gespielt haben, dann einmal aufnehmen. Ja, irgendwie so. Ich habe auch Mario Strikers damals nicht mehr weiter verfolgt, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob da noch Updates kamen, irgendwie großartig. Ich weiß, eins kam, von dem ich weiß. Oh, was ist da unten? Und dann war ich komplett raus. Man sollte meinen, da kam noch was, aber ich glaube, es war tatsächlich dann gar nicht der Fall. Also ich denke, so richtig krass ist da nichts rauszuholen mehr. Was man nicht schon kennt, wenn man es anfangs gespielt hat. Aber ich mag mich irren. Ich mag mich durchaus irren. Das ist ja im Wald des Möglichen, ganz gelegentlich. Neue Chars und Ausrüstung. Siehst du? Also von einem einzigen Add-on mit Chars und Rüstung weiß ich, aber von mehr als einem weiß ich halt nicht. Das meine ich. So, also, ich will Strikers einfach von vornherein rauswählen, weil es, wie gesagt, zu anspruchsvoll ist für Leute, die einfach nur reinkommen. Und ich glaube, es haben auch nicht so viele Spieler tatsächlich. Ich wüsste keinen einzigen bei mir im Freundeskreis, der sich Mario Strikers geholt hat. Ich weiß, viele haben gesagt, ah, cool, will ich gerne machen. Und was ist? Das hat sich keiner geholt letztendlich. Nur ich und ich war Adept und hab's alleine gehabt. Und auf Party haben wir es ein und zwei Mal probiert und das war auch nicht so geil, weil eben diese Einstiegshürde so schwierig war, weil es doch eine recht komplizierte Steuerung war. Hot Wheels Unleashed, ja, komm, hör mir auf, du. Aber da muss ich generell, das weiß ich nicht. Aber du weißt ja, Vorschläge, auch wenn du sowieso nicht dabei sein wirst, dann, Nokachi, was das Ironische der ganzen Diskussion gerade ist, Vorschläge auf Discord. Ne? Das müssen wir jetzt nicht hier durchkauen, das geht sowieso hier rein und da raus. Das meine ich nicht böse, ist aber nur, weil ich dann die Nerv dafür nicht habe und mir jetzt nicht merken kann. So, was wollte ich haben? Papier wollte ich haben. Aber ich gehe jetzt ein bisschen schlafen, würde ich sagen. Ich liefe. Es geht ja nicht um mich. Ich krieg den Abend schon gefüllt, auch ohne Multiplayer-Games, Nokachi. Der Punkt ist ja, die Zuschauer sollen ja ein bisschen bestimmen, was sie spielen wollen. Das will ja nicht ich festlegen. Ich werde trotzdem wahrscheinlich hier Graveyard Keeper und Harvest Stella zocken den Tag und wahrscheinlich auch relativ lange beides. Das sind ja 12 Stunden, die ich rumkriegen muss. Ich meine, ich habe jetzt keine genaue Gewichtung. Ich habe aber ungefähr so gedacht, ja, ich mache vielleicht 6 Stunden Multiplayer-Zeugs und 6 Stunden Let's Plays oder vielleicht auch 4 Stunden Multiplayer-Zeugs und 8 Stunden Let's Plays in der Richtung. Daher habe ich ohnehin nicht tausend Sachen da. Muss ich halt gucken. Aber so oder so, es soll ja, wie gesagt, auch großteilig mit normalen LPs wie dem hier jetzt gefüllt werden, das Ganze. Auch aus dem Grunde, damit ich, weil ich ja momentan sehr viel Diablo spiele und streame, weniger Zeit habe für die anderen Spiele, dass ich das dann auch mitnehme und dann noch ein bisschen vorproduziere für YouTube und so weiter. Ich denke ja immer schon 2-3 Schritte im Voraus. Ich bin ja so ein cleverer Typ, so ein pfiffiger Fuchs bin ich. Wer lacht? Wer lacht da? Wer war das? Lass das. So, Papier, 2-mal, wird mir gesagt. Da haben wir es. Leeres Papier. Das wird aus was gemacht? Schweinslederhaut. Und die mache ich aus Menschenhaut. Sehr gut. Läuft hier. Dann haben wir das auch fertig und können uns den Transport leisten. Sehr geil. Ist das schon alles? KLUK. Genau. Ich meinte KLUG. Klassiker. Daran merkt man, Prinz. Schwierig. Dass wir alt sind, ne?
Ach, fuck. Daran merkt man, dass ich alt bin. Hier war er nicht. Ach, Zombie. Du hast die ganze Nacht gehabt fürs Arbeiten. Aber ich glaube, ich konnte auch mehr als einen Zombie an die Arbeit schicken. Ich weiß es nicht mehr genau. Müsst ihr nochmal rausfinden. Was ich hier nochmal bräuchte, wäre vielleicht auch eine Kiste. Um Dinge zu lagern. Wow. Echt? Ich lagere Dinge in der Kiste? Ja, tatsächlich. Ja, wäre hier auch mal angebracht, tatsächlich. Ich würde gerne einmal eine Runde Fall Guys mit dir spielen. Hm, spiel mal Fall Guys, Alter. Übertreib's dich nur, Katschi. Du kriegst schon Mario Kart. Muss reichen. So, 8 normale Balken wieder. Ich nehme mal das hier mit. Hab ich aufgeladen. Jetzt aber. Dann ruhig Schöffel. Ja, ich versuch's ja, Prinz Schöffel. Mann. Gib mir noch 1, 2 oder 3 Streams, bis ich da halbwegs einen Mittel und einen Weg gefunden habe. Ich brauche länger bei sowas. Hol du dir deinen Stock aus dem Arsch, Alter! Ich nicht spiele Fortnite. Fortnite ist für Loser. Außerdem haben wir nicht mal Fall Guys zusammen gespielt, Nukachi? Mir war so. Also eine einzige Runde oder sowas. Nicht viel, aber ich glaube, wir haben schon mal. So oder so, das Spiel ist scheiße. Scheiße. Rein damit. Haben wir nicht? Echt nicht? Ich dachte echt, wir hatten eine. Nur zum Testen oder sowas. Weil ich hab's auf jeden Fall gespielt. Das definitiv. Dachte aber eben auch mit dir. Was wollte ich gerade schon wieder? Weiß keiner, ne? Toll, dankeschön. Einsammeln. Holzfällen für noch so ein Dings. Dann wieder zurück. Ja, ich habe eine Ahnung, was ich machen wollte. Cool. Läuft langsam wieder. Freut mich. Klock, klock, klock. Corin, willkommen zurück. Ich frag mal, was hast du Schönes gemacht? Aber ich bin sicher, das wirst du nicht verraten, weil es so mysteriös klang, dass es eher ein Geheimnis bleiben dürfte, ha? Ohne dich gespielt. Ja, muss ich dann ja offenbar, Nukachi. Dachte, wir hätten das zusammen gemacht. Naja. Ich habe wieder Gehalt rausgeballert. Oh, schon wie. Kam das schon bei dir, ja? Kommt das Bier zum Anfang des Monats immer oder was? Was gab's diesmal? Nur Klatschi. Aber ich weiß, ich habe dir empfohlen, das erste oder zweite Gehalt für Sachen rauszuballern, die du gerne im Brill brauchst, aber langsam musst du auch auf die Bremse treten. Du brauchst aber irgendwas für dich, für Rücklagen und so, ne? Vergiss das nicht. Jetzt nicht jeden Mal alles rausprassen. Sollte auch klar sein, aber. Okay. Ist das eine Art Portal oder? Ist der immer noch nicht fertig? Boah, ist der lahm. Als wir bei Party Animals dabei, die harten Metaller sind ja eh die kuscheligsten, liebsten Typen. Also das täuscht. Sind wir nicht. Sind wir nicht. Nicht! So, danke. Im nächsten Januar nach Huawei. Ach so. Also das klingt doch vernünftig, Nukachi. Dann ist alles in Ordnung. Dann habe ich auch fast nichts gesagt. Gut, nehmen wir mit das Zeug. Ich hoffe, das wird erst transportiert, aber ich glaube, das wird nicht transportiert, weil Dingens und so. Ich einen Zombie brauche, der es transportiert. Und der oben baut der Bus ab erstmal. Aber zumindest habe ich einen, der erstmal nebenbei passiv Erz abbaut, auch wenn es auch mal sehr, sehr lange dauert, aber es ist besser als halt nichts. Aber es ist ja eine Erzmine irgendwie und nicht im Stein. Ich, auch komisch. Ach, ich weiß doch auch nicht, was hier los ist. Geh auf da. Nächstes Jahr einen Tesla kaufen. Okay. If you say so, Kachi, if you say so. Ich würde sagen, im nächsten Jahr ist man eine Switch 2, die man sich gönnen darf. Die könnte was Geiles geben. Komm hier. Die schlimmen Sachen raus. Hoffentlich ohne Fusch diesmal. Ich fusche ja mal so gerne bei der zweiten Sache. Ich weiß auch nicht wieso. Ja! Mega awesome. Beste Leiche der Welt. Bloß rein damit in den Graben.
Die kommt dieses Jahr. Ich hoffe, die kommt dieses Jahr. Aber ich bin mir halt inzwischen nicht mehr sicher, Nokachi. Sag ich nicht und ich krieg's mir eins. Okay, krass. Krass, Kurin. Zack. 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 Plopp. Und bestattet. Plopp. Ich wollte hier nochmal irgendwann mir die ganzen... Was ist das für ein Schrott? Okay, pass auf, das geht so nicht. Genau, Platz wahrscheinlich nicht, ne? Natürlich nicht. Oh. Grrr. Das Spiel macht mich fertig. Nie Platz im Inventar. Ich brauche so viel mehr davon. Ja, Nokachi, ich hoffe es, wie gesagt. Ich hoffe es wirklich. Aber ich bin skeptisch. Ich habe nur ein Gebiet bekommen. Was? Sicher jetzt erst. Ist ja voll schlecht. Oh, auch damit da rein. Brauche ich jetzt ja auch nicht mehr, streng genommen. Nicht mehr im Inventar jedenfalls. Haben wir alles, dann weiter. Wollte mal kurz erwähnen, dass ich gerade zwei WhatsApps von meinem Kollegen bekommen habe, morgen an die Papierfilter für den Tee im Büro zu denken. Ja, wir werden alt. Ah. Macht nichts, da kommen die Besten mal dazu, alt zu werden. Also ich jetzt nicht, aber sonst eigentlich jeder. Ach ja, siehst du, Karotten. Kann ich auch hier mal ernten, theoretisch, ne? Ah, und hier. Kompost, ja. Es ist, kommt ja nicht raus aus allem hier. Zack. Das Spiel auch so ekelhaft kompliziert sein muss. Gnadenlos läuft die Zeit immer weiter, aber das ist echt, echt hart. Du fühlst dich echt gehetzt zum Spiel zum Teil. Was jetzt nicht super schlimm ist, aber... Chillig ist es selten. Umso weiter du bist, umso mehr hast du zu tun und umso mehr musst du auch gefühlt machen. Um einfach drin zu bleiben in dem ganzen Gedöns, was du hier machst und so. So, erstmal da rein. Neue Bären. Neue Bären. Ich kann mich der Bäre nicht verwehren. Dankeschön. Oh, trotzdem wächst das Bettchen. Weiß gar nicht, ob ich mir die kaufe. Also ich muss sie mir ja schon deswegen kaufen, weil ich ja Reviews schreibe für Nintendo Connect und ohne eine Switch 2 werde ich das nicht machen können in Zukunft. Aber natürlich sollte man nicht unbedingt blind kaufen, denn wir wissen ja noch überhaupt nicht, was die Switch 2 überhaupt sein wird. Ob es ein ganz normales Upgrade wird zur Switch 1, ob das ein neues Gimmick geben wird, wie bei der Wii U damals oder bei der Wii, ist ja alles noch komplett offen. Das weiß ja noch kein Schwein. Ja, ich habe keinen zum Spielen. Gut, ich spiele Switch auch hauptsächlich im Singleplayer. Ich verstehe dann natürlich diesen Ansatz, klar, Nokachi. Aber ich spiele ja sowieso hauptsächlich Singleplayer, weil es auch trotzdem noch viele Spiele gibt und geben wird, wie Xenoblade Chronicles zum Beispiel. Teil 4 wird garantiert auch nur für die Switch rauskommen. Die immer groß und geil sind im Singleplayer. Und was wollte ich dazu gerade noch sagen? Irgendwas Schlaues bestimmt noch, ich habe es vergessen. Ja, und so. Ne, weißt du Bescheid. Danke. Danke. Was? Danke für die Aufmerksamkeit. So. Jedenfalls, wenn du, keine Ahnung, jetzt weiß ich wieder ungefähr, jetzt beruflich auch mehr eingebunden bist, du kannst auch nach Hause kommst, du keinen Bock mehr hast, ich hab jetzt, weiß ich, zockst du überhaupt irgendwas außer an der Switch? Also zockst du am PC und irgendwie... Ah, guck mal, ich zocke noch. Jetzt bin ich in Kinobate, Pokémon Unite gemocht, das zocke ich ja. Achso, okay, gut. Wenn du jetzt eh kein großer Zocker bist, ist natürlich ohnehin das ganze Käse. Das ist ja auch klar. Das ist ja sowieso klar. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja die Lust oder die Zeit und der Nerv zum Spielen wieder, wenn die Switch 2 mal da ist und Spiele draußen sind, die dich interessieren. Kann ja auch sein. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Das kann man jetzt natürlich nicht beurteilen. Ich habe noch zwei Holzbalken, sehe ich gerade. Wie soll ich die Kanne herstellen hiervon? Hä? Ach nee, ich mach aus den Dingern Holz. Da geht es. Ja, nee, dann ist klar. So, ich hatte ja noch... Wo habe ich das Teil? Diesen fetten Kuchen, der mir... Den Trank... Der mir ordentlich extra Punkte gibt.
Torte. Ich glaube, die wollte ich kaufen. Die habe ich noch gar nicht, oder? Damit ich mehr Punkte bekomme beim Erforschen. Und das wollte ich auch noch machen. Mir das ein oder andere Item suchen hier, sowas genau. Was mir blaue Punkte gibt. Ich glaube, das visiere ich erstmal als nächstes an. Blaue Punkte zu farmen. Den brauche ich aber ganz dringend. Wenn ich dann Marmor habe nachher, kann ich ja auch durch etwas herstellen. Blaue Punkte kriegen. Früher ja, immer Xbox. Zeit habe ich genug, aber die erste Woche auf der Arbeit, als ich heimkam, erstmal frei, nichts für Uni zu tun. Verstehe ich. Verstehe ich. Aber es mag auch, wenn du erstmal ein halbes Jahr dabei bist, mögen Situationen wieder kommen, wo du wieder Bock drauf hast, wenn die richtigen Spiele auch da sind, keine Ahnung was. Und was mich angeht, was meinen Lebensstil angeht, seit ich in Arbeit bin, das ist ja auch schon ein oder zwei Jahre, tendiere ich immer mehr dazu, auch weniger am PC zu spielen und mehr im Handheld-Modus zu spielen, mit der Switch oder eben was auch mal davor da war, DS3, DS und keine Ahnung was. Einfach weil das meinem Lebensstil entgegenkam. Wer weiß, vielleicht mag das bei dir auch mal so sein, dass du keinen Bock mehr hast, Konsolen anzumachen, aber dann bist du auf der Couch, guckst Netflix nebenbei und denkst dir so, ach was soll's, ich zock nebenbei eine Runde irgendwas noch. Also Netflix und Switch parallel, so ist ja ganz oft. Trotzdem bist du dann entspannt auf der Couch und nicht am PC-Stuhl, keine Ahnung was, das läuft eigentlich bei mir ganz gut und das geht ja vielen so. Und wer weiß, eines Tages magst du dich da auch wiederfinden. Ja, ich mach trotzdem auch Sport, nur gerade, wieso ist nicht, ne? Aber jetzt zum Beispiel, wo du keinen Sport machen kannst, wäre es doch optimal, zocken zu können. Mann, was wollte ich jetzt wieder machen? Ich wollte Grabzeugs machen, siehst du? Hier, Grabsteine. Brauche ich für den Friedhof. Falalalalithof. Ich war echt der Mann und ich hatte mir schon den Kuchen gekauft. Da war es doch ein Trank. Ja, macht die da nicht so aus, ne? Hatte vorhin 10 Minuten Zeno einen, dann war ich beim Hund Gassi. Tja. Jetzt mit dem König Switch mit dem Hund Gassi spielen und Gassi gehen und Switch zocken nehmen. Geht doch, ist doch Handheld. Nein, sollte man nicht tun. Aber ginge. Ginge wohl. Fleisch essen. So, noch ein paar freie Plätze hier. Ach, ich wollte zwei davon nehmen, scheiße. Njam, njam, njam. Und noch einer. So, ham, 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 ham. Okay. Läuft. Mach mal! Das gibt ja auch schon blaue Punkte, sehe ich gerade. Doch, ich habe ja schon die Option, blaue Sachen zu kriegen. Siehste. Ist zwar nicht viel, aber es ist ein bisschen was. Aber wenn ich erstmal das Zeug als erforsche jetzt, also das einmal geht aber nur einmal. Ach, habe ich schon erforscht. Ach, gut, dann kann ich den rausgeben. Mist. Kann einfach weg. Dann suche ich mir aber gleich die ganzen Sachen zusammen, die blau sind. Und ja, dann gehe ich die erforschen. Ich wollte einen Grabstein machen, gerade nach Scheiße. Egal. Ich spiele lieber auch lieber auf der Couch. Habe ja das Steam Deck bestellt. Das neue Steam Deck. Und muss das alte loswerden. Mensch, Kurin, ich denke, du wolltest das neue nicht holen. Das ist doch. Bist doch schwach geworden jetzt, ja? Ist halt scheiß kalt, Mann. Echt? Bei uns überhaupt nicht. Hier ist nichts kalt. Hier ist super warm. Gefühlt ist es schon wieder Sommer. Gut, für mich ist sowieso immer Sommer, aber. Echt so kalt bei dir da unten? Amanukachi. Amanukachi. Oh. Aber auch so ein Grund, wieso ich persönlich. Ich mag Hunde zwar sehr gerne, aber ich würde mir niemals einen halten. Allein schon, weil ich eine Wohnung habe und kein Haus. Das finde ich immer ein bisschen unpraktisch, aber das muss ich ja selbst entscheiden. Hat sich gar nicht gelohnt, die Scheiße. Das ist ein dummes Grab. Wieder runter mit dir. Aber du musst halt dem Hund immer Gasse gehen, auch wenn es dir gerade nicht gut geht, wenn du krank bist, keine Ahnung was alles. Und die ist dann immer früh aufstehen, das ist halt einfach nicht meins. Ich mag Hunde total gerne und alles, aber das ist mir nichts. Deswegen für mich halt einfach keine Option. Nein, eine Leiche! Hilfe! Ich habe Angst vor Leichen.